Das hier ist, glaube ich, ein rechter Winkel. Ja. Heil Hitler! Ja. Sieht nicht schön aus, aber das macht nichts. Das hat meine Mutter damals auch gesagt, als ich auf die Welt kam. Du kannst wirklich mal den Rosenkohl fertig machen. Du scheiß Rosenkohl, bist du nichts Nutze! Also, ihr könnt euch gerne schon an eine Maschine setzen. Ja. Ja. Nicht, dass du dich jetzt aus Reflex an mich setzt. Oh Gott. Also bis 1,40 Meter ist man ein Pony, egal wie sehr man sich anstrengt. Das heißt, Peter Maffay ist ein Pony? So, wie lange möchten Sie Sakko haben? Ah, so ein Jahr, zwei. Also der wurde ja gebaut. Ich muss jetzt ja mal überlegen. Ach so. 66 bis knapp 74 oder so. So lange haben die an dem Auto gebaut? Ja, ja. Jetzt bringe ich einmal noch kurz mein Kind zum Tanzen. Ja. Und das klingt so ein bisschen, als würdest du auf den Boden schießen. Tanz! Irgendwie, jetzt bin ich auch so lange ohne Hupen gefahren. Ich glaube, ich könnte das jetzt nicht mehr. Und schon wieder ist der Gag-Reflex da, den ich aber... Ah, ja. Hupen, ich bin auch schon so lange ohne Hupen gefahren. Hast du noch Großeltern? Ich hab, nee. Das tut alle mir tot. Leid. Das war ein bisschen taktlos jetzt, aber okay. Von mir oder von dir? Von meinen Großeltern, so viel. Ja, einfach oder? Schon zu sterben. Ich auch. Unverschämt. Und keine Zuschauer, sondern nur Leute aus der Szene. Genau. Ja. Ja. Und viele Pappfiguren auch. Oder manche sahen halt so aus. Ich sag ja, Leute aus der Szene. Ja. Wir sind sehr gut im Anstellen. Ja, wir haben uns einfach besser angestellt. Zu den Autos hingehen und unter die Scheibenwischer das so. Und dann fragen die Leute, was machen sie? Ich verteile hier Knöllchen. Ingwerknöllchen. Was näht man denn mit Kompassnadeln? Bitte. Westen. Wow. Verwirrend, dass das zusammensteht. Weil das hier ist ein Exit-Spiel und von der Reihe habe ich eins gekauft. Das ist aber eigentlich so ein, eher so ein, wie heißt denn das? Also man kann in verschiedene Räume laufen. Früher hätte man das, glaube ich... Wohnung. Ich weiß gar nicht, wie viele Artikel hat denn das Grundgesetz? Es gibt doch nur der, die und das. Mein Therapeut hat gesagt, ich soll Nähen zulassen. Weil ich ja in Kanada geboren und ein bisschen aufgewachsen bin. Und da wirst du eigentlich mit Schlittschuhen an den Füßen geboren. Das sind ganz schmerzhafte Geburten für die Frauen. Da kommst du schon so raus mit so, oh, wird alles aufgerissen. Kaiserschnitt vorprogrammiert. Und ja, und mit dem Hockeyschläger kommst du auf die Welt. Aber das ist ein Gerümpel, was da aus den Frauen rauskommt. Das sind so ganze Sportgeschäfte. Berg runter, mache ich so. Machst du das oder das Fahrrad? Krasse Reiher. Und wie die auch so in einer Reihe fliegen. Ja. Auch schon für die Mutante. Ja. Und Mu-Onkel. Nee, es gab echt Baguettes, die man wegschmeißen musste, leider. Das finde ich furchtbar. Ist echt furchtbar. Ich habe auch einen gefragt, warum schmeißt man die weg? Ja, weil die sind einen Tick zu braun. Ja, was machst du dann damit mit großen Teilen Ostdeutschlands? Was machst du denn? Pilates. Ist das nicht der diese Quizze moderiert in der ARD? Sehr lustig. Ja, danke. Und Schokolade mit Rum ist super. Dann das machen wir. Wir machen Rum. Und dann essen wir eine Praline. Wollen wir uns eine Bank suchen eigentlich? Ich hab Bargeld dabei. Wir machen mal eine kurze Demo. Ja, aber nur, wenn die angemeldet ist und keine Querdenker im Spiel sind. Eine Runde Achterbahn bei dir, ist auch schön. Entschuldigung, ich bin reich, ich habe eine Zehnerbahn. Okay, merkst du direkt, hör auf mit diesen scheiß Fremdwörtern. Latent, ich weiß nicht, was das ist. Halt die Schnauze, Latent ist französisch halt und heißt das Zelt. Ja, das ist halt ein Entertainer, verstehst du? Wegen Ente. Oder sind das Gänse? Weil dafür musst du erstmal auch die Kotflügel abnehmen, dann musst du unten ran und dann musst du es aus. Das können wir hier nicht. Yeah, Kotflügel, ich weiß nicht anders. Kotflügel. Ich habe mal gehört, ich bin im Medialen nicht so erfahren, dass essende Menschen im Fernsehen immer nicht so sexy rüberkommen. Stimmt das? Ist da was dran? Keine Ahnung. Bestimmt irgendeine, würde die alle irgendwas erzählen. Lügenfresse. Ja. Fresse wegen Essen. Warum ist das hier kein Sitzplatz? Weil wir im Moment Corona haben, aber Sie dürfen sich trotzdem sitzen. Ach so, ich dachte, weil das ein Schneidersitz ist. Jetzt schäme ich mich wieder. Ja. Ich habe schon eine sichere Bank gehalten, aber tatsächlich...